Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu dem überkrass brutalen Survival Game namens Raft. Ja, ich habe es leider nicht hinbekommen, das auf Vollbild zu stellen. Ich hoffe, das ist kein Problem, weil es gab irgendwie auch, ich habe auch gegoogelt, aber da gab es irgendwie jetzt keine Hilfe zu, da das Spiel ja auch erst neu ist. So, ich mach mal weiter hier. In der Hoffnung, dass dieser scheiß Hai uns jetzt nicht irgendwie gleich wieder das Floß zerfrisst. Auf die Insel weiß ich nicht, ob wir da jetzt noch drauf kommen. Scheinbar nicht. Aber jetzt kommen ja Holzfässer. Die müssen wir uns auf jeden Fall versuchen zu grabben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jawohl. Ah, das andere kriegen wir jetzt nicht. Können wir vielleicht jetzt. Ja, Tatsache, wir können unser Floß erstmal erweitern. Allerdings müssen wir uns erstmal einen neuen Plastikhaken. Dazu brauchen wir noch Kunststoff. Ja, dann müssen wir jetzt irgendwie erstmal auf Kunststoff warten, weil wir haben nur einen Kunststoff, wir brauchen aber glaube ich zwei dafür. Das ist jetzt gerade blöd. Können wir uns in der Zeit irgendwas anderes. Paddel könnten wir uns theoretisch machen, brauchen wir aber auch 6-mal Kunststoff. Essen, einfacher Grill. Aber wir können dann auch Anbauflächen für Essen und sowas machen. Das ist richtig geil. Einfaches Bett. Dazu brauchen wir aber noch Nägel und alles mögliche Ausstattung. Können wir ein Segel, vielleicht ein Wurfanker? Ist vielleicht gar nicht mal so scheiße, dass wir auf einer Stelle erstmal bleiben. Aber da kommt gerade. Es wird auch dunkel. Okay. Wir brauchen das Plastik. Perfekt. So, jetzt können wir erstmal hier einen neuen Wurfhaken machen. Das haben wir hier. Ja, so ein Plastikhaken. So. Plastik. Her damit. Hier kommt noch Holz. Das können wir uns auch gleich nochmal grabben. Immer her damit. Mit dem ganzen Stuff. Auf jeden Fall wird es dunkel. Ich hoffe, dass es dann in der Aufnahme nicht allzu dunkel wird. Wenn nicht, dann muss ich das im Nachhinein nochmal ein bisschen heller machen. Und ja, hier kommt nochmal Plastik. Das ist gut. Das Plastik da hinten holen wir uns auch mal noch schnell. Okay, oder auch nicht. Gibt es eigentlich endlos Ressourcen oder. Kann es auch mal passieren, dass wir jetzt irgendwann gar nichts mehr, dass dann irgendwann gar nichts mehr kommt. Ich weiß es nicht genau. Lass es uns herausfinden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Plastik. Da können wir erstmal hier unsere Plattform noch ein bisschen erweitern. Auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, wir tun erstmal ein Bett irgendwie versuchen zu bekommen. Aber ich glaube, für das Bett brauchen wir Nägel. Aber wie bekommen wir Nägel? Können wir die. Ach, hier Nagel. Schrott brauchen wir dafür. Dazu müssen wir bestimmt diese Holzfässer uns besorgen. Komm her. Oh. Ist halt gerade zu mächtig dunkel hier. Also so seh ich noch was, aber da sehe ich so gut wie gar nichts mehr. So. Ich habe so einen Hai gerade noch gesehen, der da hinten gerade rumschwimmt. Ich weiß gar nicht, ob man das dann in der Aufnahme noch sieht. Aber wir brauchen auf jeden Fall Holzfässer für Schrott und so weiter. Aber ich sehe ja auch kein Holzfass mehr. Ich sehe bloß noch hier den ganzen Plastikkram und so. Aber Plastik ist auch gut. Und Palmblätter sowieso. Zu Plastik ist immer gut. Außer natürlich im echten Ozean, da ist es nicht ganz so geil, wenn da Plastik rumschwimmt. Ich glaube, Holzfässer kommen gar nicht mehr so, oder? Der Hai steuert uns schon an. Kein Bock, dass der uns wieder das Boot anfrisst jetzt hier. Kunststoff. Ich sehe aber auch kein Holzfass mehr. Ich habe Angst, dass da jetzt keins mehr kommt und wir keinen Schrott bekommen.
Dann müssen wir uns den Schrott irgendwie herstellen. Ich weiß es nicht genau. Nasser Ziegel, Seile, Nägel. Einige alte Teile von irgendwas. Okay. Die bekommen wir bestimmt von diesem Dings, von diesen Holzplanken, von diesen Holzfässern. Also geh ich mal. Ey, verpiss dich. Scheiße, wir müssen jetzt wirklich warten, weil ich habe noch keine Waffe oder so. Ich kann mein Inventar auch gerade gar nicht öffnen. Ich kann gerade die. Okay, jetzt geht's. Keine Ahnung, was das gerade war. Wahrscheinlich hing mein Dings noch irgendwo im Wasser rum. Vielleicht sollten wir uns mal. Eine Angelrute ist vielleicht gar nicht mal gut. Holzsperr ist gut. Jetzt brauchen wir immer noch ein Seil. Das können wir uns aber ganz kurz mal machen. Das war. Wo war denn das hier mal? Dekorationen. Hier war das. Seil. So, jetzt haben wir erstmal Seile hergestellt. Da können wir uns jetzt erstmal mit einem Holzsperr machen. Perfekt. Das ist unser Inventar, was wir momentan nicht zur Verfügung haben. Da können wir das eigentlich erstmal hier reinziehen. Den Holzsperr ziehen wir erstmal hier hin. Die ganzen Ressourcen können wir. Was haben wir hier? Schrott haben wir hier noch einmal. Die ganze. Das tun wir mal kurz hier hin. Diese ganzen Ressourcen können wir uns eigentlich erstmal hier hinziehen, wo wir halt wissen, dass wir die gebrauchen könnten. Da hinten ist ja schon Holzfass, das. Finde ich sehr gut. Erstmal kurz hier. Jetzt haben wir wieder Holzbretter. Das Holzfass müssen wir auf jeden Fall bekommen. Ah, da reicht es noch nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall. Perfekt. Wir haben einen Bauplan für einen Empfänger. Heißt das, wir können das jetzt Empfänger machen? Aber wir können auch wie so. Ah, das ist gut. Das ist gut. Schrott haben wir trotzdem nur einmal. Wir brauchen aber Schrott zweimal. Dass wir hier eine etwas größere Basis bauen. Da hinten kommt noch ein Holzfass. Kommen. Nein! Warum nicht? Jetzt haben wir's. Bitte Schrott? Nein, wir haben keinen Schrott bekommen. Oh, wir müssen unbedingt was trinken. Wir müssen unbedingt was trinken. Ja, vier Kunststoff, vier Kunststoff. Wir müssen unbedingt Kunststoff finden. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Nicht, dass wir jetzt gleich sterben. Kunststoff, komm, Kunststoff. Nein, wieso haben wir das jetzt nicht bekommen? Ich habe eigentlich keine Lust, nochmal von vorne anzufangen. Wir haben jetzt zwei Kunststoffe, dann wir sind echt am Verdursten. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir auch kein Zeug, was wir. Oh, das ist scheiße gerade. Da kommt Kunststoff. Bitte zweimal. Nein! Bitte zweimal. Ne, einmal brauchen wir noch Kunststoff. Da hinten. Wieso hat das jetzt nicht angebissen, Mann? Da müssen wir jetzt auf die Holzfässer hoffen. Weil wir sind echt fast tot. Komm, 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 komm. Jawohl, bitte Plastik. Wir haben kein Plastik bekommen. Nein. Nein. Ja, komm, bitte. Bitte, lass mich nicht im Stich. Wir haben kein Plastik immer noch nicht bekommen. Alter, wir sind echt ganz kurz vorm Verdursten. Ey, komm, da kommt Plastik. Da kommt Plastik. Nein. Ja, sehr gut. Herstellen.
Ich glaube, wir verdursten jetzt hier gleich. Weil Salzwasser macht ja eigentlich noch durstiger. Wie machen wir denn das? Wie machen wir das? Leere Tasse. Ja, das war's, glaube ich. Wie können wir das machen? Jetzt haben wir auch nämlich zweimal Schrott. Jetzt brauchen wir noch Nägel. Wir brauchen noch mehr dafür. Jetzt haben wir drei Nägel, wir brauchen jetzt noch vier Kunststoff. Das schaffen wir aber auf gar keinen Fall. Verdammt, wie machen wir denn das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Können wir überhaupt sterben? Ich glaube irgendwie nicht. Weil jetzt wären wir ja, glaube ich, schon längst gestorben. Wir müssen noch irgendwas machen können. Kunststoff bräuchten wir vielleicht noch für ein Bett. Ein Kunststoff. Ja, es wird schon grau. Ist auf jeden Fall gleich kurz vorm Sterben. Da müssen wir auf jeden Fall noch rausfinden, wie das alles jetzt funktioniert, wie wir das Wasser überhaupt noch irgendwie vielleicht verarbeiten können, dass es dann halt nicht mehr salzig ist. Ja, bewegungsunfähig, warten auf Rettung. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall eine neue Welt erstellen. Das war jetzt auf jeden Fall Versagen im größten Stil. Ja, müssen wir auf jeden Fall dann im nächsten Part dann mal gucken, wie wir das dann alles hinkriegen, wie wir vielleicht das Wasser auch irgendwie so machen können, dass man das auch trinken kann, weil Salzwasser, das wird mir ja noch mehr durstig, ist ja klar. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, am besten jetzt besser anfangen. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Ahnung von dem Ganzen, deswegen müssen wir dann in der nächsten Folge mal gucken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst trotzdem ein Like da, dann bis zur nächsten Folge, haut rein, bis dahin und ciao.